Hallo allerseits, schön, dass ihr wieder da seid. Hier geht's jetzt weiter mit Baldur's Gate. Ich habe mich zwischen den Folgen entschieden, was wir als nächstes machen. Und so verlockend die Aussicht auch ist, diese ganzen Gebiete hier zu erkunden und vielleicht entlang der Küste reich zu werden, habe ich mich entschlossen, mit der Hauptstory weiterzugehen. Denn da finde ich einen neuen NPC, den ich mitnehmen will, bevor ich wahrscheinlich hier die ganzen Gebiete erkunde. Deswegen gehen wir nach Nashkill und untersuchen die Nashkill Minen. Und lösen hoffentlich, was auch immer dafür ein Problem besteht. Aber vorher müssen wir noch schlafen, denn meine Leute werden alle müde sein. Ziemlich bald. Nach all diesen Kämpfen, die wir hatten. Und da steht Taris rum. Die Frau verwirrt mich, weil die ist definitiv neu und die heißt wie in Kotor der erste Planet. Was mich, misstrauisch macht. Warum heißt du wie ein Planet? Du siehst gar nicht aus wie ein Planet. Wenn wir zurück zur Hohen Hecke zurückkehren, sehr schöner Satz. Jedenfalls, wenn wir die Hohe Hecke das nächste Mal besuchen, habe ich auch geplant, Perdus Schwert aufzuheben. Danke für den Hinweis, dass ich das vergessen habe. Ich hoffe, das bleibt bis dahin liegen. Außerdem habt ihr mir es nicht übel genommen, dass ich neu geladen habe, wegen Melikams Quest. Auch danke dafür. Wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn es andersrum gelaufen wäre. So, was ist das eigentlich? Ach, das sind diese dämlichen Ungeschicklichkeitshandschuhe. Ja, die würde ich ja doch ganz gern irgendwie loswerden. Oder wenigstens irgendwo hinlegen, wo ich sie nicht andauernd sehen muss. Werfe ich die Dolche weg? Vielleicht. Müssen wir mal gucken. Ich denke, mit dem Hammer bin ich im Moment besser beraten, obwohl ich da keinen Skill für habe. Es ist zumindest kein allzu großer Unterschied. Ja, aber... Okay, der Dolch ist schon besser als der Hammer. Ja, aber trotzdem. Vielleicht brauche ich ja mal eine magische Nahkampfwaffe. Okay, was wollte ich eigentlich tun? Ich wollte eigentlich in meine Zauberbücher reingucken und wollte umlernen. Ich wollte auf jeden Fall kein Identifizieren mehr mitnehmen, weil in der Nashkill-Mine werde ich so viel Schlaf wie nur möglich brauchen. Hahaha. So viel Schlaf. Ja, und ich denke auch, ich werde Schlaf behalten. Magisches Geschoss bringt noch nicht besonders viel. Schild habe ich das Schildamulett. Die lernfähige Kugel bringt nicht besonders viel auf dem Level, wo wir sind. Die brennenden Hände machen ein bisschen Schaden. Da würde ich aber lieber die runde langen Wurfdolche werfen. Blindheit könnte nützlich sein. Andererseits habe ich dafür wahrscheinlich Glitzerstaub aus Niras Zauberbuch und könnte das auf eine ganze Gruppe lang zaubern, diese Blindheit. Das klingt für mich viel attraktiver. Und sprühende Farben sind schwer zu benutzen. Ja. Also ändern wir da gar nichts dran. Aber hier kommen die Identifikationszauber weg, denn ich habe auch, glaube ich... Ich erinnere mich an keinen Gegenstand, den ich direkt identifizieren müsste in der Mine. Aber das heißt nichts, aber hey. Lieber mehr Offensivzauber als zu wenig Offensivzauber. Unsichtbarkeit könnte ich einmal lernen, aber nicht bevor ich nicht die anderen beiden Zaubersprüche mal im Kampf getestet habe, dieses Horrorgedöns und was auch immer das andere war. Glitzerstaub, genau, Glitzerstaub. So, Vikonia, du hast Befehl? Furchtbann guckt mich irgendwie so unsittlich an, ja? Ich denke, Furchtbann will mich verführen, ihm diesen Platz da unten zu geben und das werde ich auch tun. Es könnte sehr nützlich sein, falls einer meiner Kollegen hier die Moral verliert und dann in Fallen reinrennt oder in Gegnermassen reinrennt, die ich noch gar nicht pullen will. Also lernen wir das mal. So, Stufe 2 hat leider keinen Heilzauber, was mir wieder mal sauer aufstößt. Und viele dieser Zauber sind nicht so sinnvoll, aber ich nehme mal Gift verlangsamen. Stille lasse ich auch drin, das hat ja, glaube ich, gegen Basidus ganz gut funktioniert. Und Gesang bleibt auch drin. Weil der Rest ist nicht so gut. Wir könnten natürlich Stärkung nehmen. Allerdings gibt es leider keine Attributspunkte. Wenn es Attributspunkte gäbe, sowas wie plus 1 auf Stärke, dann würde ich sofort lernen. Aber nein, so bringt das wenig. Aber gut, lang genug haben wir uns ja vorbereitet. Jetzt rasten wir hier eine Runde und dann geht's ab in die Nashkill-Mine. Kalit Yahira, wir nehmen euch nicht mit, weil, Gruppe voll. Was auch immer. Ja, Gruppe voll. Die offizielle Begründung ist, dass die Gruppe voll ist. Mir fällt keine bessere ein. Keine richtige Rollenspielbegründung. Warte mal, warum laufe ich hier eigentlich den langen Weg? Ich hätte wahrscheinlich einfach zum Stadtausgang im Norden gehen sollen.
Von da hätte ich wahrscheinlich genauso gut auch zur Neshkelmine reisen können. Aber gut, marschieren wir einmal durchs Dorf. Schwierigkeitsgrad ist auf Mittel, das ist sehr schön. Edwin haben wir hier unten vertrieben. Ich denke nicht, dass wir den wiedersehen werden. Aber ich muss immer an ihn denken, wenn ich in Neshkel bin. Ja, ja, so ist das. Los, reist weg, auf zu den Minen von Neshkel. Das dauert 4 Stunden, vielleicht ist er bis dahin ein bisschen heller. Feinde haben ihnen aufgelauert. Oh. Sie müssen sich verteidigen. Das sind eine Menge Feinde. Zum Gruße und Wohlan. Und komplett vertont, das macht mich schon mal nervös. Wohlan, Reisender. Weil er ist schon so nahe gekommen. Ich zeig damit nur Schwäche mit der zweiten Option. Reisender? Ach, das ist das Netteste, was ich seit Wochen gehört habe. Dann musst du ein ziemliches Arschloch sein. Diesen hier sollten wir zuletzt töten, Senjak. Er hat so gute Manieren. Ach ja? Was soll das hier werden, eurer Meinung nach? Jetzt mal ganz ruhig. Es gibt keinerlei Grund für das Aufkommen von Gewalttätigkeiten. Übergebt uns eure Besitztümer, dann könntet ihr überleben. Ah, könntet. Ihr wirkt nicht sehr überzeugend, Wegelagerer. Nur 5 Mann gegen unsere Gruppe? Es steht nicht gerade zu euren Gunsten. Ja, und einer eurer Männer ist noch eine Frau. Ich habe 3 Frauen, also bin ich besser. Versuch mal mit so einer Gruppe in die Disco reinzukommen. Versuch's nur. Ihr solltet auf Senjak hören, mein Freund. Möglicherweise habt ihr bereits unsere Verbündeten bemerkt, die eben jetzt, während wir miteinander sprechen, mit Pfeilen auf eure Herzen zielen. Zieht eine Klinge und sie werden euch niedermachen. Tja, tut mir leid, Nira. Aber ich werde euch alle umbringen. Oh, cool. Also gut. Leert eure Taschen und was ist da hinten los? Warum platzen die alle? Das ist unmöglich. Oh. Senjak, Dorothea, ich habe geschworen, dass ich eines Tages das Leben aus euch herausquetschen würde. Heute ist dieser Tag. Das ist der unfreundliche Halborg, den wir schon im freundlichen Arm getroffen haben. Und er hat uns scheinbar gerettet? Das finde ich natürlich sehr schlecht. Ich stehe ungern in der Schuld von Leuten. Dorn, ihr solltet tot sein oder in einem Luskaner Kerker verrotten. Wie habt ihr uns gefunden? Freut mich, euch zu sehen, Dorn. Euch zurückzulassen war allein Simeons Idee. Er ist es, den ihr wollt, nicht wir. Ich habe nur Befehle befolgt, ist die Ausrede eines Feiglings. Und ich habe nicht vergessen, was ihr gesagt habt, als ich eure Annäherungsversuche zurückgewiesen habe. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Habt ihr persönliches Drama zwischen euch? Was für Annäherungen? Sie würde sich nie mit einem Halborg einlassen, schon gar nicht, solange sie mich hat. Ihr habt euch nicht verändert, Dorn. Ihr seid genauso dumm, wie ihr hässlich seid. Sagt es ihm, Dorothea. Oh ja, sag es ihm. Senjak war der Erste, der Simeon zugestimmt hat. Er hat euch schon immer gehasst. Aber ihr wisst doch, dass ich nicht so empfunden habe. Sie ist sich absolut nicht sicher, wer von beiden am Ende überlebt. Oder sie ist sich vielleicht schon ziemlich sicher, dass Dorn überleben wird, weil sie versucht, sich ja komplett bei ihm einzuschleimen. Was ich wunderbar finde. Dir muss doch der Arsch auf Grundeis gehen, mein Junge, oder? Da oben du, den da, meine ich, wie auch immer er heißt. Senjak. Dorothea, was sagt ihr da? Ah, natürlich. Ein Ablenkungsmanöver. Aber scheinbar ist dieses grobschlächtige Halbblut für das Aufgehen des Plans zu einfältig. Vorwärts, Männer! Ihr beide seid wimmernde Feiglinge, die sich genauso leichtfertig gegeneinander wenden wie gegen mich. Die Hälfte eurer Männer ist bereits tot. Ihr werdet euch ihnen bald anschließen. Nicht zwangsläufig. Wir haben euch schon einmal geschlagen, Dorn. Und wir können das jederzeit wiederholen. Zum Angriff! Aber ihr habt dummerweise irgendwie meine komplette Gruppe im Rücken, die böse auf euch ist.
Weil ihr angefangen habt. Ihr wolltet was von mir. Ihr wolltet mich töten. Ich werde euch Gerechtigkeit so, widerfahren lassen. So, er ist auch feindlich geworden. Okay, dann bleibst du hier, Vikonia. Ihr greift den da an und Vikonia greift im Nahkampf den Kerl an, der wahrscheinlich ich zu Dorn rennt. Ja, das passt mir ganz gut in den Kram. Wir töten schön die Fernkämpfer erstmal und dann unterstützen wir den Halborg, der uns unterstützt hat. Sehr gut, ich schneller als erwartet. Oh, warte mal, die eine ist schon tot. Also ich meine, von den Benannten. Dorothea stirbt an Gift. Er hat ihren kritischen Treffer versetzt für 36 Schadenspunkte. Ach du heilige Scheiße. Die ist in einem Schlag gestorben. Warte mal, Level up. Level up für Braket. Ja, das sag ich nicht nein. So, der Kerl hat anscheinend eine super Rüstung an, weil wir haben ihn überhaupt noch nicht getroffen. Außer jetzt gerade. Oh, ich hätte vielleicht Wurfpfeile kaufen sollen, aber naja. Tot. Oh. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Du sagst das, als wäre das was Besonderes. In der Regel verlasse ich mich nicht auf die, die an meiner Seite kämpfen. Möglicherweise könntet ihr da eine Ausnahme bilden. Ja, ich denke, du hast uns viel geholfen. Wir hätten sicherlich ein, zwei Leute verloren im Kampf gegen diese Banditen. Und da bin ich durchaus dankbar für. Außerdem habe ich gesehen, wie du die Frau in einem Schlag in zwei gespalten hast. Und das spricht mich an. Also vielleicht kommen wir ja zusammen. Was lief da zwischen euch und diesen Banditen? Und wer bist du überhaupt? Mein Name ist Dawn Ilkan. Und ich habe eine alte Rechnung beglichen. Ich habe diese beiden nun schon seit über einem Jahr gejagt. Zwei erledigt. Zwei stehen noch an. Oh, ich habe anscheinend eine Art Geistererscheinung gesehen, als er sie niedergestreckt hat. Was war das für eine Geistererscheinung, die mir komplett entgangen ist? Das geht euch nichts an, außer ihr sucht nach einem starken Waffenarm, der euch unterstützt. Ah, mein Charakter weiß, was ein finsterer Streiter ist. Okay, dann du bist ein finsterer Streiter, nicht wahr? Ich denke, das ist dieser Antipaladin, quasi. Sehr scharfsinnig. Vermutlich habt ihr eine Menge Fragen über den Ursprung meiner Kraft. Denkt besser nicht weiter darüber nach. Ja, die vernünftige Option wäre wahrscheinlich, ihn gehen zu lassen und zu sagen, hey, 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 finstere Streiter, das klingt nicht gut, aber ich halte stets nach Gefährtenausschau, die nützliche Fähigkeiten haben und ich habe auch kein Problem mit Anhängern Schars. Und solange du für die Gruppe kämpfst, komm rein. Dann geht vielleicht auch die Kampfmusik weg, die wahrscheinlich seinen Dialog ziemlich übertönt hat gerade. Augenblick, seid ihr. Oh, ja, ich bin Braket. Ich habe von euch gehört, von euren Fähigkeiten. Mit euch zu reisen könnte bei meinem Rachefeldzug hilfreich sein. Und meine Kraft wäre für euch sicher von Nutzen. Die Kampfmusik geht in die Verlängerung. Eventuell, aber bevor ich eure Unterstützung annehme und euch im Gegenzug die meine anbiete, bei wem genau wollt ihr euch rächen? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das war natürlich eine Gruppe, die irgendwie mit den Schattendieben zusammenhängt. Und die Schattendiebe, die gibt es in Baldur's Tor und vielleicht geht dann da seine Quest weiter oder irgendwie sowas. Mal schauen. Meine einstigen Gefährten haben mich verraten. Und in einem luskanischen Gefängnis zum Verrotten zurückgelassen. Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, sie ausfindig zu machen. Nach Senjak und Dorothea bleiben noch zwei weitere. Ich habe damit kein Problem. Es scheinen ja ziemliche Drecksäcke zu sein. Und wir tun sicherlich was Gutes, wenn wir die ausschalten. Oh, Emon hat ein zunehmend ungutes Gefühl, was diesen Kerl angeht. Sehr scharfsinnig. Sehr weise. Wir werden eine blutige Schneise quer durch die Schwertküste ziehen. Na mal sehen. Man kann ja hoffen. Oh, mein Ruf hat sich verschlechtert. Was gut ist. Ja. Mein Ruf wurde sowieso zu hoch. Es gibt noch eine ganze Menge an Quests, die den Ruf steigern. Und ich habe ja böse Leute in der Gruppe und deswegen will ich das eigentlich nicht. So, dann schieben wir dich mal nach oben.
Und zwar nach ganz oben. Ja. Aber ich mag das ja. Ich mache ja auch oft so Geräusche. Ich mache eigentlich andauernd so Geräusche. So, dann schauen wir mal, was ihr habt fallen lassen. Oh, Heiltrank. Meine Güte. Buntes Steinchen. Ein Abwehrtrank. Ein Trank der Hügelriesenstärke. Cool. Ein Unsichtbarkeitstrank. Lederwamse. Scalps. Oh, da ist ein magisches Wakizashi. Ein magisches Wakizashi. Ja, hin und her laufen. Hin und her laufen. Immer hin und her laufen. Das ist nervig. Aber hey, was soll man sich beschweren? Oh, ein kleiner Schild und ein Plattenpanzer und zwei Unsichtbarkeitstränke liegen hier auch noch irgendwo rum. Nehmen wir mal den Plattenpanzer auch mit. Dorn ist ja ein Halboger, das wurde ja schon gesagt. Der hat auch eine Stärke von 19, glaube ich. Immungen? Ja. Du sollst einfach mal die Pfeile aufheben. Weil dann muss ich vielleicht keine kaufen. Dann habe ich vielleicht ein paar mehr und das rettet mir vielleicht das Leben. So, gucken wir uns Dorn an. Du hast... einen Schienenpanzer an. Das heißt, wir werden dir erstmal sofort hier den Plattenpanzer anziehen. Einen Helm wäre auch nicht schlecht für dich. Aber anscheinend hat hier niemand einen Helm gehabt. Das ist extrem schlecht. Braket, es tut mir ja leid. Aber du bist im Moment Fernkämpfer und ganz hinten auch irgendwie. Wie habe ich denn das gemacht? Ja, machen wir das so. Aber... Mein Tank, mein Mann an der Front, der braucht einen Helm. Ohne Helm geht's nicht vor die Tür. So, schauen wir uns den finsteren Streiter an. Er hat Stärke 19, Geschicklichkeit 16, Konstitution 14, was nicht so gut ist. Und Intelligenz ist ein Schwachpunkt mit 10. Da bist du sogar ein bisschen unter meinem Mönch hier. Außerdem wechseln wir die Geschicklichkeitshandschuhe. Weil du wirst mein Tank. Mehr noch als Vikonia, denke ich. Ich überlege fast schon, ob ich den Ring rüberrutschen lassen soll und ob ich die Ankerrüstung rüberrutschen lassen sollte. Da bin ich mir nicht so sicher. Am liebsten hätte ich natürlich gerne zwei Ankerrüstungen. Wir müssten nur einen Ankerr töten dafür. Aber ich lasse mich ablenken. Wir sollten hier bei finsterer Streiter reingucken, was das genau bedeutet. Er hat auf jeden Fall schon mal absolut abartigen Schaden hier mit seinem Schwert. Und er hat auch einen richtig guten ETW 0. Das liegt hauptsächlich wahrscheinlich an seiner hohen Stärke. Und auch daran, dass er mit zwei Händen umgehen kann und den Zweihandkampfsee gelernt hat. Ja, sehr ordentlich. Er hat eine Tragekapazität von 500, was absolut geil ist. Also du kannst meine Wurfdolche tragen in nächster Zeit. Aber vorher schauen wir uns an, was ein finsterer Streiter genau ist. Denn ich habe mir das noch nie durchgelesen. Wirklich nicht. Ich habe mal damals in Baldur's Gate 2, da gab es eine Mod mit einem Anti-Paladin. Ich glaube, das war eventuell bei dem Tactics-Mod dabei. Und der war ziemlich super stark. Ich glaube, das ist so ähnlich hier, aber anders. Also vom Hintergrund wahrscheinlich ähnlich, aber von der Umsetzung anders. Der finstere Streiter ist der Inbegriff des Bösen und nichts weniger als ein Scheusal in sterblicher Gestalt. Als klassischem schwarzen Ritter eilt diesem Bösewicht ein ebenso schlimmer wie wohlverdienter Ruf voraus. Er verkehrt mit Dämonen und Teufeln, dient dunklen Gottheiten und ist weithin verhasst und gefürchtet. Aufgrund seiner durch und durch bösen Natur wird er auch Antipaladin genannt. Na, wenn das kein Gruppenmitglied ist, dann weiß ich auch nicht. Er ist immun gegen Furcht und Stufenentzug, also gut gegen Vampire wahrscheinlich. Kann Untote ebenso effizient bannen wie ein Paladin derselben Stufe? Ich frag mich, wie das ist, weil gute Priester und Paladine bannen ja Untote dadurch, dass sie sie vertreiben oder töten. Aber bei bösen Priestern werden die dann auf höherem Level übernommen und der Priester kann sie kontrollieren. Deswegen frage ich mich, ob bei Dorn später, das wird wahrscheinlich erst in Baldur's Gate 2 wichtig, ob bei Dorn später die Untoten kontrolliert werden oder ob sie einfach platzen. Dann kann er einmal täglich Gesundheit absorbieren. Das verursacht 2 Schadenspunkte pro Stufe bei einem Gegner und heilt die gleiche Anzahl an Trefferpunkten beim finsteren Streiter. Er ist im Moment Stufe
2. Also er kann 4 Schadenspunkte jemandem machen. Aber wenn er mal auf Stufe 9 ist, dann kann er sich um 18 Lebenspunkte heilen an einem Gegner. Das kann ich mir doch durchaus gut vorstellen. Er kann einmal pro 5 Stufen, oder einmal täglich für 5 Stufen, eine Waffe vergiften. Okay. Er folgt mit der Waffe innerhalb der nächsten Runde. Ein erfolgreicher Treffer, so wird das Ziel vergiftet und er leidet eine Runde lang ohne die Möglichkeit eines Rettungswurfes 2 zusätzliche Schadenspunkte pro Sekunde. Also insgesamt 12 Schadenspunkte, also die ganze Runde lang. Scheitert das Opfer darüber hinaus mit einem Rettungswurf gegen Gift, kommt ein weiterer Schadenspunkt pro Runde für 4 Runden hinzu. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Das sind ja nur nochmal 4 extra Schadenspunkte. Aber könnte sehr gut gegen Magier sein, wenn die keine Spiegelbilder haben und so weiter und so fort. Ab Stufe 3 bekommt er eine Aura der Verzweiflung. Ist die immer aktiv? Ist die immer... Nee, einmal täglich anwendbar. Ja, die macht die Gegner. Es klingt im Moment so ein bisschen wie ein Segen oder ein Gesang, was er da hat. Ich werde das lesen, wenn es soweit ist. Er kann nur von böser Gesinnung sein, kann Böses nicht entdecken und kann Schutz vor Bösen nicht decken und kann auch keine Hand auflegen. Okay, er ist ja auch kein richtiger Paladin. Er heißt ja nur Anti-Paladin, weil er so super böse ist. Er ist neutral böse wie Viconia, also sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Womit ich versuche klarzukommen wahrscheinlich. Schauen wir mal in die Statistiken rein und klicken die Biografie an. Als ihr Dorn nach seiner Vergangenheit fragt, gibt er nur wenig von sich preis. Soweit ihr es euch zusammenreiben könnt, stammt der gnadenlose Halborg aus dem Norden. Ihr spürt, dass er in der Vergangenheit betrogen wurde und ihr geht davon aus, dass er grausame Rache an jedem verüben würde, der ihn in Zukunft verrät. Seine eng gefassten Ziele haben ihm wenig gelassen, womit er sich außerhalb des Kämpfens beschäftigt oder die Zeit vertreibt. Das ist relativ überschaubar, was er mir da verraten hat. Ich wollte aber schon länger mal bei Viconia gucken, was da drin steht. Ja, wir wissen ja, dass sie auch ein besonderer Charakter ist, der irgendwie aus dem Unterreich vertrieben wurde. Also los geht's. Als ihr Viconia nach ihrer Vergangenheit fragt, erzählt sie sehr stolz, dass sie eine Drow aus der Unterreichsstadt Mezoberranzan oder so ähnlich ist. Sie erzählt nur wenig darüber, warum sie das sonnenlose Reich verließ, doch Trennungen dieser Art sind niemals sanft. Sie behauptet, die Spinnengöttin Lolf nicht mehr anzubeten. Ein Gesinnungswechsel, von dem sogar ihr wisst, dass er häufig tödlich ist. Ihr neuer Glaube gilt der Nachtgöttin Shah, eine angemessene Wahl für eine Drow, doch dies ist kein sicheres Zeichen dafür, dass sie die Brutalität ihrer Leute abgelegt hat. Sie findet das Gesetz der Erdoberfläche verwunderlich und mehr als etwas seltsam. Doch dies liegt einfach an ihrer mangelnden Erfahrung. Auch scheint sie etwas naiv über das Ansehen ihrer Rasse bei den Bewohnern der Erdoberfläche zu denken. Viele geben ihr nicht die Chance, die sie zu erwarten scheint. Und schon, wenn man mit ihr gesehen wird, kann das die Meinung der Leute über einen selber beeinflussen. Ihr wisst, dass sie als Drow widerstandsfähig gegen Magie ist. Okay. Gut, gut, dann machen wir mal mein Level up. Ja, machen wir mal mein Level up, bevor ich es noch komplett vergesse. Braket steigt in Kämpfer auf und bekommt einen weiteren Waffenpunkt. Oh mein Gott, wo tue ich den rein? Also ich habe Dolch und Kampfstil mit 2 Waffen gelernt. Eine interessante Wahl. Worüber ich mich auch schon kurz geärgert habe, als ich diesen Hammer gefunden habe. Weil er wird wahrscheinlich ungenutzt bleiben in diesem Spiel hier. Und das ist natürlich immer schade. Jetzt ist die Frage, lerne ich einen weiteren Punkt in 2 Waffenkampf? Mache ich das? Oder steigere ich eine zweite Waffe? Ich werde noch auf Stufe 6 einen Punkt bekommen. Also auf Kämpferstufe 6 werde ich den nächsten Waffenpunkt bekommen. Und dann glaube ich erst wieder im Baldur's Gate 2 Bereich, wenn ich auf Stufe 9 aufsteige. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur 2 Punkte. Also ich kann jetzt entweder den Kampfstil mit 2 Waffen voll machen. Oder ich kann noch komplett die Waffe wechseln in Baldur's Gate 1 und könnte noch 2 Punkte in eine andere Waffenart investieren. Aber da ich mich für Dolche entschieden hatte, werde ich auch dabei bleiben und werde tatsächlich den Kampfstil mit 2 Waffen steigern. Ja, ich habe mich da entschieden gerade. Das machen wir. Du wirst ein Dolchkämpfer bleiben und du wirst demnächst 2 Waffen benutzen.
So wird es sein. So steht es geschrieben. So wollen wir das spielen. So. Und jetzt habe ich Dorn dabei. Und wir können... Warte mal, kann ich hier überhaupt? Oh, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Die haben mich in eine Sackgasse überfallen. Da habe ich es nicht besser verdient. Nee, da habe ich es nicht besser verdient. Also auf zu den Minen von Neshkel. Betrete die Mine von Neshkel. Ich denke, da wir heute Dorn aufgenommen haben, werden wir das nächstes Mal machen. Upsala, ich muss mich fast übergeben am Ende eines Videos. Ich kämpfe gegen einen Röpser. Entschuldigt. Also, dann bis zum nächsten Mal. Es gibt kein Dach über dieser Welt.